Mahlzeit und herzlich willkommen zu dieser Bauchjob-Sendung. Ich muss hier gerade mal ein Erlebnis verarbeiten, das ich gestern Abend hatte. Es war ein Gespräch auf einer Geburtstagsfeier, das letztendlich mit einer Äußerung anfing, von wegen, dass Putin sterben müsste. Und ich dann so den Fehler gemacht habe, zu sagen, also einen Witz draus zu machen und gesagt habe, ja, wenn Putin stirbt, dann ist ja auf jeden Fall klar, wer es war. Und alle so, Trump? So, nee, Putin ist ja alles schuld. Putin, der macht ja seine eigenen Pipelines kaputt und wird er sich wohl auch selbst erschießen. Daraus entstand dann ein längeres Gespräch, das ich relativ energieraubend fand, an dem ich mich eigentlich dann auch nur aus Respekt vor dem anderen beteiligt habe, weil ich den nicht abwürgen wollte. Und dann habe ich halt eben sachlich mit ihm diskutiert, was dann letztendlich dazu geführt hat, dass er irgendwann gesagt hat, ich laber nur Scheiße und er redet nicht weiter mit mir über dieses Thema. Während wir schon fünfmal mindestens gesagt haben, dass wir aufhören und er dann aber trotzdem immer wieder damit anfängt. Ich habe dann, ne, irgendwann habe ich gesagt, boah, Alter, hätte ich bloß einfach gesagt, so, ja genau, ne, bringt den Putin um, erschießt ihn möglichst schnell. Da sagt er noch zu mir, ey, hättest du das gesagt, hätte ich gesagt, du wärst ein totaler Pfundskerl. Zum Glück bin ich nicht darauf angewiesen, durch irgendwelche Äußerungen, zu denen ich nicht stehen kann, zu einem Pfundskerl erklärt zu werden. Aber was ich halt eben, ich frage mich halt eben, was das bringen soll, Putin umzubringen. Also das klang nach einer Lösung, das klang nach einem Lösungsansatz, so wie das aus seiner Richtung kam. Und ich habe ihm halt irgendwie versucht zu vermitteln, dass das halt eben vor allen Dingen alles Show ist und es halt eben nichts bringt, wenn man Frieden will, den Putin umzubringen oder überhaupt irgendjemanden umzubringen. Das ist explizit das, was aufhören muss, dass Menschen andere Menschen umbringen. Und deswegen kann ich nicht allen Ernstes den Vorschlag unterstützen, Putin umzubringen. Oder überhaupt irgendwen. Das macht nichts besser. Dann haben wir keinen Weltfrieden danach oder so was. Also, ne, das ist halt das Ding so. Ne, jetzt stellt euch mal vor, der Putin wird sich selber umbringen. Das würde ja am selben Tag noch den Nächsten auf den Plan und auf den Schirm, auf den Bildschirm der Weltpresse rufen, der dann da steht und für alles verantwortlich ist und schuldig gesprochen wird. Keine Ahnung, was dann passiert. Wird ja die ganze Zeit so getan, als wäre Putin ganz Russland und Biden ganz Amerika oder so. Also das stimmt ja auch alles nicht. Da gibt es ja in den Ländern noch völlig andere Interessen. Und das ist halt so das Ding. Die meisten Menschen sind eigentlich interessiert daran, einfach ihre Ruhe zu haben. Die wollen von Ruhe ihr Ding machen, ihr Leben leben, glücklich sein. Und das wird nicht funktionieren, wenn wir weiter uns gegenseitig umbringen. Aber das ist halt eben auch der Punkt. Es wird einfach der Nächste dastehen, der dann halt eben das Kriegsgeschehen weiter inszeniert. Und das ist halt eben so, das habe ich gestern auch irgendwie nicht geschafft zu vermitteln, dass Krieg nun mal eben ein Geschäft ist, dass es da eine ganze Rüstungsindustrie gibt. Und wenn es Staaten gibt, die von Auf- oder Abrüstung sprechen, dass das halt direkt in Verbindung steht mit der Rüstungsindustrie, wie halt eben auch Militärbündnisse eben in direktem Zusammenhang stehen mit der Militärindustrie. Weil alles, was mit Krieg zu tun hat,
mit der Waffenindustrie halt eben zu tun hat. Die Rüstungsindustrie, die machen da richtig Fettkohle mit. Deswegen können die sich das nicht leisten, dass Frieden herrscht. Und deswegen machen die halt auch so viel Werbung. Und es ist halt einfach guckt euch mal bitte die Werbung der Rüstungsindustrie an. Die machen nicht irgendwie ein paar Werbespots oder so. Wo so, ja, hier, Krieg ist geil, Krieg ist cool. Und wenn ich mitmache, der ist schwul oder sowas weiß ich. Keine Ahnung. Die machen vielleicht ein paar Werbeclips für. Oh mein Gott, das sollte gerade eigentlich nur ein Witz sein, was ich gemacht habe. Aber nee, ich möchte mir gerade nicht vorstellen, wie die Werbeclips für die Bundeswehr mittlerweile aussehen. Aber auch das ist Rüstungsindustrie bezogen. In direktem Bezug. Ja, da wird das Kanonenfutter rekrutiert, weil irgendwer muss sich ja auch gegenseitig abschießen, damit die Waffen halt eben verkauft werden. So. Ja, und wenn da halt eben Steuergelder von in 100 Milliarden Höhe da irgendwie fließen, dann muss man sich langsam klar werden, was für eine Kohle die da machen. So, und dann ist es halt eben, ja, ist halt eben nicht in deren Interesse. Und deswegen machen die dann halt so fette Werbung. Eben nicht im Fernsehen, in ganzen 90 bis 120-minütigen Hollywood-Blockbustern und auf Netflix und überall, wo Krieg und irgendwelche Gründe dafür als etwas Gutes dargestellt werden. Natürlich immer, das soll immer dazu bringen, dass dann danach Frieden ist, aber also mal ganz im Ernst, wer will das dann bitte noch glauben? Das wird ja seit Jahrzehnten gemacht und es funktioniert einfach nicht. Vielleicht sollte man doch einfach mal aufhören zu schießen und sich wieder wie vernünftige Menschen an den Tisch zu setzen und gemeinsame Probleme zu klären. Und wenn man das nicht kann, aber sein Job ist, das stellvertretend für ein ganzes Volk zu tun, dann sollte man einfach vielleicht den Platz da mal frei machen, damit da sich jemand hinstellt, der das kann. Weil ansonsten leiden da alle drunter. Und ne, was ich halt gestern auch einfach nicht vermitteln konnte, was das ist, das halt eben, dass die Waffenindustrie da halt eben einen ganz, ganz riesengroßen Einfluss auf in allen Ländern hat. In allen Ländern. Und das halt, das eben Kriegsgeschehen, also das kommt ja nicht immer von ungefähr. Also kommt ja nicht irgendwie zufällig gerade zum Krieg zwischen zwei Völkern. Also, up, ach, scheiße, wachst du morgens auf und auf einmal ist Krieg. Oh ja, yeah, ist Krieg. Wir müssen in den Krieg ziehen. Passiert ja nicht. Das ist ja nicht, was irgendwie irgendwo mal passieren würde. Also ich wäre immer noch sehr vorsichtig mit solchen Äußerungen von wegen, ja, irgendwen, egal wen, zu töten. Das ist eigentlich nicht die Welt, in der ich leben will. In der der Tod von Menschen gefordert wird. Das ist eben genau das, was wir halt eben beigebracht bekommen haben und kennengelernt haben in der Vergangenheit. Aber das ist halt eben exakt genau das, was eigentlich keiner von uns wirklich will. Und zum Glück immer weniger Leute halt da auch noch mitspielen und halt eben auch sagen so, ey, ja, schießt euch gegenseitig Birne weg, versucht mal möglichst wenig Kollateralschaden dabei zu machen. Aber ne, wenn es passieren würde, würde die Waffenindustrie dafür sorgen, dass noch genügend Kollateralschaden entsteht, um die Gemüter erhitzt zu behalten. Weil das ist nämlich genau das, wovon die leben. So, ja. Könnt ihr euch mal noch eure Energie fragen, die dann so in eurem Innersten sich breit macht, wenn man über solche Sachen redet. Das ist halt der Grund, warum ich keine Nachrichten mehr gucke, warum ich mich über solche Themen auch normalerweise überhaupt gar nicht mehr unterhalten will, weil dadurch solche Situationen wie gestern kommen. Das ist Politik, das ist explizit geschaffen, um zu spalten. Das ist, damit man sich darüber in die Wolle kriegt. Bis hin zu, dass man sich am Ende gegenseitig erschießt. Das ist ein und dasselbe Spiel. Und diese Zusammenhänge, die sollte man vor allen Dingen, wenn man 8 Jahre ist, langsam mal begreifen. Ich wünsche euch den Frieden, lasst es euch gut gehen und hört auf, irgendwelche Leute zu erschießen. Bitte. Das ist scheiße.
Und wenn dir meine Videos gefallen und du mich weiter unterstützen möchtest, dann freue ich mich immer wieder über Daumen nach oben, Kommentare und wenn meine Videos geteilt werden. Und wenn du mir einen Obolus da lassen möchtest, lass ich hier unten unter der Videobeschreibung meine Bankverbindung da. Tschüss!